Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade eben in Thüringen, Version 3.1.01. Tja, schnell den Anhänger, oder machen wir erstmal, ich mache meinen Traktor erstmal aufrüsten, ne, zur Längsbereifung. Ja, PS-Zahl müsste Adler mit 450 eigentlich ausreichen normalerweise. Waschen brauchen wir nicht. So, reparieren kommt trotzdem. Konfigurieren. 9 Tage schon alt. Freitreiben. Zwölllingsbereifung auf vorne. Motorausführung, ja, das ist die höchste. Nehme ich an, ne? Ja, höher geht nicht. Trellerbock. Michelin. Was besser? Das glaube ich egal. Wie das? Also sehe kein großen Unterschied, aber machen wir so, ne? So. Gut. Läuft er wieder. Und vor allen Dingen gleich mal auf einstellen hier. Jo. Allrad. Tja, dritte Folge. Wir kamen leckt etwas auf. Wieder. Muss ich wieder defragmentieren. So, also hier, Crossplay. Können wir gleich wieder löschen. Das geschieht dann, wenn ich das Allradfunktion aktiviere. Das haben wir denselben Tasten belegt wie in anderen Kurs. Ist halt so. Werden wir vielleicht mal links reinfahren ins Silo. Ja, unsere Bullen geben keine Milch mehr. Habe ich mir letztes Mal weggefahren, die Milch. Weil ich hatte hier beim Kühe-Umzug auch hier von Kühe reingegeben, weil ich ja aus zwei Stellen in einem Stall, das hat nicht funktioniert. Ja, das ist eigentlich logisch, weil wir dieselben Daten haben, ne? Und da habe ich halt die paar Kühe, die im einen Stall waren, noch umgesiedelt, ne? Das ist Hof 3. Der große Stall, und da macht ja Sinn. So, hier ist das Silo. Das Gras, der Gras will ich hier reinkippen, und eigentlich sollte das Pferdegras rechts rein, ne? Also so ist es eingetragen, ne? Hier machen wir ein bisschen eine Fläche, weil ich eine bisschen viel reinbringen will. Stein I. Aber hier ein bisschen mehr verdichten können wir einen Fleck. Gut, fahren wir zurück und mal schauen, ob wir da jetzt Pferdegras kriegen von Hexel. Ist das nicht der Fall, da können wir gleich den anderen, den Mähwerk gleich mähen lassen und dann halt die Ballen pressen, ne? Geht ja nicht anders. Wenn wir Pferdegras haben wollen, müssen wir das halt in Kauf nehmen. Das macht sich sogar ein bisschen leichter nachher, später das sogar die BGH reingehen wollen, können wir die Ballen ja hinstellen. Und dann die alleine. Ja, man erinnern sich mal, ne, warum die quälen. Ja. Ja, Aussaat ist noch weit hin, aber irgendwie wieder kommen, ne? Aber bis dahin würde ich jedenfalls Personalfarming aufnehmen. Würde jetzt keinen Sinn machen, dann müsste ich meine ganzen Grasfelder jetzt voll nachdüngen und kalken. Ne? Das wäre nicht so gut. Das kann man lieber machen, wenn man im Prinzip die Aussaat fertig hat. Dann kannst du automatisch entsprechend näher alles machen lassen. Ne? Da muss jeder sich auch für sich im Klaren sein, wenn er ein Feld blanko hat, also nur gekuppert ist, dann weiß er ja nicht, was er kalken soll. Dann
von der Menge her. Du weißt auch nicht, was du dann entsprechend an Düngen soll. Denn zum Beispiel Sojabohnen braucht kein Dünger. Und dafür die anderen Sachen halt viel, ne? Wie Klee oder wie jetzt zum Beispiel. Klee auch, glaube ich, auch nicht. Klee ist auch eine spezielle Frucht. Ne, aber jetzt hier Gras muss schon ein Stück drauf kriegen. Mal schauen, wie es besser ist, ne? Na gut, ist jetzt leer, kann man nicht vergleichen, ne? Ja, aber Getreide so braucht Stickstoff, genauso wie jetzt Mais, ne? Wir brauchen viel Stickstoff. Und das kann der Düngerstreuer nur dann wissen, dass es automatisch ist, wenn das entsprechend da entsprechende Frucht vorhanden ist. Wenn man das manuell macht, dann muss ich halt nachlesen, was entsprechend darauf gehört. Hat auch den Nachteil, verschiedene Böden bedürfen auch unterschiedliche Mengen an Dünger. Also Lehm oder Boden, ne, das schwere Ding hier, Boden hier, auch verschiedene oder lehmiger Sand oder so, ne. Aber ich denke mal, da wird es noch weitere Updates geben dafür, Erweiterung. Denn wir haben ja jetzt hier nur Stickstoff abgedeckt und Kalk. Es gibt aber noch Phosphor, was ich jetzt weiß, und Kali. Und das ist jetzt bei Kette und Kopf ist das auch mit drin. Und die beiden Sorten. Die braucht man auch noch. Und jede Pflanze braucht in dem Bereich eine andere, also unterschiedliche Mengen. Weil man, wenn die Pflanze nicht wegfährt, ich weiß das so BGH, das Gras, dann ist ja das Prinzip, der Kreis da unterbrochen und muss im Prinzip wieder den Stickstoff, Luzerne, macht ja nicht, ne? Blocking, Mist ist auch, ah, da ist fertig, okay. So, hier mal gleich probieren. Das heißt, ich muss mal rausfinden, ob der das hinkriegt. Das heißt, dass wir hier auch Pferdegras aufbekommen. Das ist ja jetzt die entscheidende Frage dabei. Ansonsten müssen wir mit dem Mähwerk so, das heißt, aussteigen. Also ich fahre jetzt manuell mit, um das gleich zu sehen. Das heißt, der hat jetzt kein Kurs gespeichert. Brauchen wir auch nicht. Wir wollen dann sehen, ob es Gras oder Pferdegras ist. Die können wir nicht erkennen, ne? Gut, schauen wir. Ist Gras. Gut, hat sich erledigt mit dem Häcksler. Das wäre dann halt. Weg ist er, ne? War da vorhin Gras. Oder geht der bei Regen weg? Bei Regen ist er blöd, ne? Und jetzt mähen ist er doof. Weil der bei Regen löst er hier auf. Ja, ja, ist Gras. Weil das jetzt ein bisschen, soll ich sagen, wenn der Regen jetzt bleibt, dann löst sich ja das Gras im Prinzip auf. Gut, dann werde ich erstmal sehen, dass ich das nach dem Pressen nicht mehr, das ist ja eigentlich eine Folie, aber erstmal muss man ja entsprechend gepresst werden, ne? Und das Pressen dauert lange. Das wollte ich jetzt nicht machen. Achso, hier, den muss ich programmieren. Aber hier muss ich erstmal die Fahrzeuge vom Feld kriegen. Sonst war das nichts. Weil dann kann er nur Mais machen, ne? Jo. Und einklappen. Und V. Geh vorne, Bau. Das sind ja die speziellen
Häcksler von Castro. Und da dachte ich mir, könnte daran liegen, dass es die anderen nicht können. Muss ich bei Gelegenheit mal wieder Richtung Ich habe keinen Feld in kann, oder? Nee. Das andere funktioniert, wundert mich eigentlich. So. Der müsste auch zurückgefahren werden. Da merkt man richtig, wie er durchdreht, ne? Das Gras, da wiegt ja auch was, ne? 8000 Tonnen. Ich hab 500. Mit Mähen werden wir warten, bis es entsprechend funktioniert. Ganz kurz mal zu meinem anderen Freund fahren, ne, den. Aber hier, achso, düngt ist da vorbei. Komplett. Dünger auf Null. Wow. Ist wie gekruppelt. Wahrscheinlich müssen wir auf so noch aussehen, kann sein. Achso, hier Missfall. Wo ist der Bruder? Steht er wieder bei der BGH? Da ist doch gar keiner da, der Bier hat oder so. Damit am Milch da. Müssen die anderen Dinge bald wieder ein LKW leer bekommen. Halt, da wurde ich hin. Nee, wo ist er? Wo steht der? War hier was im Wege? Nö. Wo könnte er sein? Mal steht er hier und wartet. Der ist ja eigentlich mit Outreif. Gut. Da geht's nicht hin, ne? Das macht nichts. Gummi drauf, Rede. Wollte er direkt zur BGH fahren. Also, vielleicht war das gerade ein Kurs für einprogrammiert. Also das zumindest hat er den nicht gefunden gleich. Gut. Den wollte ich immer stehen lassen. Wollte mal sehen, dass ich den Arme kriege. Haben die Kühe eigentlich genug Futter? Das ist mir das nächste, was ich eigentlich mal pro Woche gleich gucken muss. Nee, alt. Jetzt. Oh, ne, wenn du. Kühe. Da haben wir Wasserpumpe und da könnte man ein bisschen Futter geben, ja gut, okay. Ansonsten Sauberkeit, können putzen. Können wir morgen machen. So. Ich überlege gerade. Ja, lenken wir natürlich gleich raus. Das macht er so gerne, sobald irgendwie. Muss ich mal ganz kurz gucken. Dann fahren wir zurück zum Hof. Hof 3. Ach, da ist er kurz gespeichert. Noch Fahrzeuge vorne gleich. Ich bin am Weg, nicht. Hätte ich auch mitfahren können. So, und dann gleich, das sind die spezialisierten Fahrzeuge. Anführungszeichen. Kuhstall, nee. Da vorne Tankstelle gehabt.
Ach, hier hoch 3. Und den fahren wir gleich mal Richtung Silo. Da brauchen wir auch Traktoren oder eine Ballpresse. Da brauchen wir auch noch Tank, Ballpresse. Da müssen wir auch einen Traktor nehmen, der entsprechend Ballpresse. Auf geht's. Das werden wir im Silo verdichten gleich und gehen lassen. Ne? Ist ja halt so. Ja, der eine ist kein Motor, das ist der andere hier. Wie kann man den erkennen? Eine Geschwindigkeit sicherlich. Ne? So, den muss ich auch gleich wieder Platz machen. Sonst kommen die anderen beiden nicht hinterdurch. Vorbei. Könnte aber nicht klappen. Das sieht so aus, als fällt, ob das mir alles im Hochflug dann wäre. Das mal aussehen müsste. Müssen wir sehen. Jetzt haben wir früher Sommer. Ob da sie was Sinn machen würde. Und da was anders machen würden. Ne? So, Gas geben. Auf geht's. Hof 1. Ja gut, das war eine gute Erfahrung. Also mit der Ballenpresse klappt das und häckseln dermaßen eigentlich nicht. Dann ist es Gras. Vielleicht nochmal auch sehen, probieren mit dem Häcksler, ob wir das separat aufnehmen können. Das ist auch eine Option. Ne? Das kann man auch noch probieren. Diese Aufnahmedinger da, die es da gibt. Die beiden, das machen jetzt. Wir machen aber tatsächlich da. Können wir ja probieren. Probieren oder probieren, sag mal so. Sonst lernen wir das nicht. Beziehungsweise finden wir das nicht raus. Könnte ja sein, dass wir die entsprechend mähen und gleich mit dem Häcksler aufnehmen und auf den Hänger befördern. Und zwar, dass wir im Prinzip das Gras dann häckseln. Und also feiner Häcksel eigentlich, ne? Also der Elbe ist ja feiner. Und muss man schauen, ob das dann als Pferdegras durchgeht. Ne? Weil mit dem gemäht ist es ja Pferdegras, also das ist der Schmatt. Da könnte sein, dass man aufnimmt, der Häcksler, das auch dann Pferdegras wäre. Ne? Aber der Strohball wird sich auflösen in der Zeit. Aber wegen einem Strohball brauchen wir dann nicht, dass wir durchdüsen. Dann kriegt er auch Breitreifen vorne. Also zwölfte Reifen. Da fahren die anderen beiden. Haben die anderen Weg genommen. Aber das macht ja nichts. Ne? Suchen wir eigentlich mal den kürzesten Weg. Ganz gut so. Ah, der nächste. Wir fahren hier über die Straße rauf. Bis. Da wurde die Kurvengeschwindigkeit ändern. Wir fahren hier wie verrückt. Hier. Das tolle Gerät. Kostet ja auch ein kleines Vermögen. Ne? Ich muss überlegen, was die Kosten haben. Ja, ist keine Massenproduktion. Ne? Durchdrehende Reifen, das ist garantiert. Ja, ja gut. Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss, ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen mit, ja, versuchen wir am nächsten Ding. Mit, ja. Mit Ballen treffen, ne? Ja, so wird das nichts, ne? Aber das ist halt so, man muss mal gleich hinterher sein und nachsammeln, ne? Das wird nichts. Was hat er mir angezeigt? Silo Clay.
Aber wie gesagt, das ist ja. Ich wollte tschüss sagen. Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Werte, jo, ganz gut. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.